Wir gehen einfach rein jetzt. Ist egal. Wir gehen jetzt einfach rein. Bevor ich es wieder kaputt mache. Jetzt ist schön. Emika Games Presents. Hallo auch auf YouTube übrigens. Sind wir schon da? Ich habe schon mal eine Taschenlampe. Ich kann rennen. Ist das gut? Ich bin drin. Braucht jemand Wasser? Wenn jemand Hunger, Durst hat, ne? We all are slaves, loser. Wir sind alle Sklaven. Das ist natürlich der, das ist auf den Chat gemünzt. Ich bin der Sklave des Chats. Ganz logisch. Und das ist ja ein schönes Spiel. So werde ich auch immer ausgelacht, wenn ich live gehe. Das ist ganz normal. So ist es immer. Kann ich hier was tun? Komme ich hier raus? Und die Soundkulisse ist super. Ist das Spiel zu laut? Ich glaube, es ist gut so, oder? Hier gibt es Dollars. Muss ich in den Zug? Kann ich hier in den Zug? Nö. Was mache ich? Kann ich den Teddybär mitnehmen? Lag der nicht eben noch anders? Bin ich paranoid oder lag der Teddybär irgendwo anders? Übrigens, hallo auch YouTube. Ich habe gerade eine Anmoderation gemacht und dann habe ich die Auflösung verändert und dann wollte das Spiel nicht mehr. Deswegen mache ich jetzt nochmal eine Anmoderation. Herzlich willkommen hier bei Find Yourself, ein Horrorgame, was sehr gut sein soll. Linke Maustaste. Ich drücke linke Maustaste. Womit soll ich interagieren? Mit der Tür? Kann ich E drücken? Und mit E kann ich zoomen. Kann ich das dann aufheben, wenn ich zoome? Was ist das? Ich glaube, das ist nur ein Clipping-Fehler. Warum wurde mir gerade gesagt, interagieren? Gibt's hier was? Was ist das? Left Mouse benutzen. Ja gut, ich bin mal weg, ne? Ihr könnt das alleine spielen. 5:30 Uhr, Meeting mit der Psychotherapeutin, den brauche ich auch. Ich brauche den. Ich nehme es mal mit. Ich will mich jetzt nicht umdrehen. Da steht doch locker was hinter mir, oder? Hallo? Da hinten ist jemand. Wir gehen da nicht hin. Scheiße, warum spiele ich immer so nicht sowas? Warum spiele ich immer Horror? Warum mag ich das? Ich mag es eigentlich gar nicht. Hallo? Kann ich Ihnen helfen? Ich suche mein. Ich suche meinen Therapeuten. Hallo? Sind Sie da drüben? Oh Gott. Hallo? Muss ich da? Ich muss da aber nicht rüber, oder? Ich kann hier auch nicht durch. Muss ich, kann ich crouchen? Kann ich aber auch nicht da durch. Willst du mich verarschen? Okay. Das war ein schöner Jumps. Kann ich jetzt hier durch? Ich kann hier immer noch nicht. Ich bin zu fett. Was mache ich jetzt? Kann ich hier rein? Wo klingelt's? Hallo? Wo läuft da jemand? Da läuft doch jemand. Hallo? Hallo, wo muss ich denn hin? Wo klingelt's denn? Ich bin gerade überfordert, weil ich gar nicht weiß, was alles passiert. Okay, jetzt ich muss da rein, oder? Hallo? Jetzt hört's ab. Hallo? Ich will mich nicht umdrehen. Ha,
Bin ich tot? Warum? Ich frage mich ehrlich gesagt, warum ich sowas immer wieder spiele. Was passiert da gerade? Ich sehe nichts. Akt 1. Monster sind unter uns. Ach, jetzt sind wir in der U-Bahn drin. So, also ich hoffe, alle haben ein Ticket. Sonst gibt's einen Klaps am Arsch. Oh Gott. Warum ist es hier so dunkel in der U-Bahn? Niemand kann ein weinendes Baby beruhigen. Ich habe Angst vor Babys. Könnt ihr mal aufhören anzuklopfen? Adventure ready. Was ist mit diesem Spiel? Hallo? Oh Gott. Ich. Ich komme hier nicht raus. Kann ich die Krücke mitnehmen? Warum kann ich nichts mitnehmen, um mich zu verteidigen? Oh Gott, ich drehe mich nicht um. Kann mal einer von euch... Hier, LOL ist aktiv. Gehst du mal rüber, Mika. Beruhig mal das Baby. Ich kann das nicht. Ist noch jemand hier? Dustin, beruhig das Baby. Hallo? Kann ich hier... Warte, ich zoome erst mal ran. Ich sehe nichts. Hallo? Herr Baby? Da ist gar kein Baby drin. Wo ist denn das blöde Baby? Kann ich das nicht wegräumen? Ich bin auch immer zu fett. Ich komme hier nirgends durch. Was ist das für ein Spiel? Das ist der Linienplan. Kann ich hier raus? Kann ich aussteigen? Nee, ich kann nicht aussteigen. Das war auch zu einfach. Emergency. Okay, wir haben Notfall. Das Baby ist rausgefallen. Kann ich den Koffer öffnen? Hallo, kann ich den Koffer öffnen? Nein. Ich kann mit voll wenig interagieren. Das finde ich voll schade, weil hier so viel ist. Kann ich hier durch? Da ist jemand. Ist das eine Frau? Nein. Jumpscare. Ich bin nicht da. My Lady, sind Sie noch da? Oh Gott. Oh Gott. Wenn ich mich jetzt umdrehe, steht die doch hinter mir, oder? Der Feuerlöscher lag eben noch nicht unterm Sitz. Ich möchte aussteigen. Ist mir egal. Der Kinderwagen ist weg. Hallo? Oh Gott. Was war denn das schon wieder? Es knallt immer überall. Ich glaube, das Spiel ist aber immer noch sehr laut, oder?
muss ein bisschen tricky sein. Okay, ich muss mal leiser machen. Ich mach mal so, ja? Mir fetzt sonst die Ohren weg und ich glaube dem Chat auch. Jetzt ist, glaube ich, etwas angenehmer. Aber es ist trotzdem nicht angenehm. Hallo? Da kommt gleich locker jemand, oder? Ich will raus! Baby? Ist das so ein Walking-Simulator, wo ich immer... gern durch. Kann ich da jetzt rein? Ich kann die Türen nicht aufmachen. Kann ich die Krücke jetzt nehmen, um mich zu verteidigen? Falls das Baby kommt, dann kann ich es wegschmettern. Ich komme hier auch nirgends raus. Was macht hier das... Ist es... Ich bin weg. Kann ich jetzt hier raus? Ist es auf dem Dach? Ist es am Dach? Kann ich um Hilfe rufen? Hallo? Können Sie mir helfen? Ist das Baby noch da? Ist mein einziger Verbündeter. Ich bin alleine ohne das Baby. Jetzt schrei nicht, ich kann gerade nicht. Kann ich hier aus dem Fenster gucken? Gibt's hier eine Luke oder sowas? Kann ich hier was draufdrücken? Ich muss hier bestimmt irgendwas mit der Tür machen, oder? Ich muss hier doch irgendwas mit der Tür machen. Ich fühlte mich nicht sicher, auch nicht in meinem Zimmer. Nee, das mache ich auch nicht, ehrlich gesagt. Wie bin ich denn jetzt ins Zimmer gekommen? Kann ich in den Schrank? Okay, Tür ist abgeschlossen. Wenn es dunkel wird, benimmt sich Mama komisch. Ist das Mama? Gott, ist das Mama? Ich habe ein schönes Kinderzimmer. Ich habe gemalt. Kann ich den Meißel mitnehmen? Ich will mich verteidigen. Ich kann aber auch nichts machen. Kann ich das Seil hier mitnehmen? Nö. Mama bestrafte mich und schloss mich im Zimmer ein. Papa, komm bitte heim, nachdem du gegangen bist, hat Mama angefangen, mich schlecht zu behandeln. Moment, ach, der Vater ist gegangen? Und die Mutter hat das Kind misshandelt. Rabenmutter. Kann ich den Zettel nehmen? Die
Die rote Sonne erhellt den Weg des weißen Ritters. Das ist bestimmt ein Rätsel, oder? Die rote Sonne. Kann ich das malen? Schularbeiten machen. Hier sitzt der Chat. Ja, ich wusste, dass ihr da sitzt. Gott, ist das ein furchtbares Spiel. Ist das der weiße Ritter? Wo ist die rote Sonne? Was ist das? Kann ich hier irgendwo rauf? Nö. Ich kann sehr wenig interagieren, leider. Die rote Sonne. Wo ist denn die rote Sonne? Muss ich hier irgendwo eine rote Sonne finden? Da ist keine rote Sonne. Das ist sehr hell. Oh, die Tür ist auf. Da war der Teufel. Das Bild ist weg. Kann ich bitte in den Schrank? Ich guck doch nicht unterm Bett. Nix. Nee, leck mich am Arsch. Ich guck nicht unterm Bett. Nee. Jumpscare. Bist du jetzt? Der stand da gerade neben mir. Ja gut. Ganz normaler Abend zu Hause im Kinderzimmer. Das war bestimmt Mutti. Die war einfach nur gestresst von der Arbeit. Das kommt schon mal vor. Ach, ich bin noch da. Oh, sorry. Mama, machst du mir ein Pausenbrot? Ich hab Hunger. Muss ich wieder unter das Bett gucken? Kann ich da immer noch was sehen? Nö. Okay, wo gehe ich jetzt hin? Ach, jetzt bin ich wieder hier. Und wenn ich das Kruzifix anfasse, ich nehme es mal mit, oder? Inri, ich nehme es mit. Jetzt sind die Koffer plötzlich weg, die da eben waren. Ich glaube, wir sind psychisch krank, oder? Der Kinderwagen ist auch weg. Ich glaube, wir sind psychisch krank. Und verarbeiten gerade irgendwelche Erlebnisse unserer Kindheit hier. Was war das? Ich habe den Jumpscare verpasst, glaube ich. Okay, ich kann es nicht mehr drücken. Ich kann hier immer noch nicht raus. Was war das jetzt schon wieder? Was war denn das schon wieder für ein Geräusch? Hier krabbelt irgendwas auf dem Dach rum. Wo auch immer du bist, du stehst nicht hinter mir. Hier sind Hände an der Tür. Da hinten. Hallo? Können Sie mir helfen? Ich will nicht sterben. Kann ich das... Habe ich Inventar? Wo ist das Kruzifix? Sie ist weg. Wenn ich mich jetzt umdrehe... Oh mein Gott, ich hab's geahnt. Kann ich da... Ich habe ein Kruzifix. Wo ist es? Kann ich Ihnen helfen?
Sie haben ja anscheinend eine sehr auffällige Frisur. Cool. Ich kann mich nicht bewegen. Ich kann nicht weglaufen. Leck mich am Arsch. Ich glaube, du solltest ins Bett. Es ist zu spät für dich. Wir haben es jetzt gleich 22 Uhr. Spätestens jetzt solltest du schlafen, denn du musst morgen zur Schule. Wenn ich gleich, das sitzt doch locker gleich hinter mir, das Kind. Ist die Tür jetzt auf? Oh Gott. Ich will mich nicht umdrehen. Jetzt ist sie weg. Nee. Bleib da schön sitzen. Ich pass auf, dass nichts passiert. Lass mich mal darüber. Ihr könnt euer Spiel alleine spielen, ganz im Ernst. Ihr könnt euer Spiel wirklich alleine spielen! Akt 2. Don't be afraid. Fürchte nicht die Dunkelheit. Ja, das mache ich sowieso nicht. Oh, Brüste. Darf ich nicht im Stream zeigen. Sorry, ich muss hier einfach durch. Warum sind hier über Puppen? Ich hasse Teddys und Puppen. Ich hasse das alles. Ich hasse auch, ich mag Babys nicht. Ich mag das alles nicht. Eine dieser Puppen lebt doch gleich. Die kommen gleich alle auf mich zu, oder? Haben sie einen Kopf? Kann das Baby aufhören zu laufen? Okay, da steht jemand in der Tür, oder? Okay, das ist auch eine Puppe. Ich muss kurz um Hilfe rufen. Ich habe Angst. Schade, dass man das nicht im Multiplayer spielen kann. So. Hing da gerade eine Puppe von der Decke? Ich habe Halluzinationen. Ich brauche etwas zum Öffnen. Ganz toll. Wo kriege ich denn jetzt was her? Hallo? Haben Sie irgendwas für mich? Haben Sie Werkzeug? Ich muss doch jetzt wieder zurück. Ich will da aber nicht hin. Haben Sie einen Bolzenschneider oder sowas? Braucht man in jedem Horrorspiel. Kann man eigentlich von vornherein Brecheisen, Hebel, Bolzenschneider... Warum bluten Sie denn? Das möchte ich gar nicht wissen. Was ist das da? Ist da unten was drunter? Ist doch ein Werkzeugkasten, oder? Kann ich damit... Ich brauche den richtigen Schlüssel. Ich will mich jetzt nicht... Hallo, wer hat da gesungen? Hallo? Die stand eben noch nicht davor. Haben Sie einen Schlüssel? Wird die jetzt gleich lebendig? Haben Sie einen Schlüssel? Hallo? Ja, haben... Oh Gott. Ich kann mich nicht mehr irren. Ich irre mich die ganze Zeit. Ich bin die ganze Zeit verwirrt. Ich hab doch einen Schlüssel. Wie kann ich mein Inventar öffnen?
geht die Puppe da auch wieder weg. Hallo, haben Sie noch mehr Schlüssel? Das sind anscheinend die falschen. Wir stehen jetzt auch schon zwei. Komme ich hier wieder zu? Ich gehe hier nicht mehr rüber. Nee, 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 nee. Nein, das Kind ist auch weg. Das singt nicht mehr. Wie öffne ich mein Inventar? Mit Tab geht nicht. Mit I geht nicht. Mit E? Mit E kann ich zoomen. Ich kann mein Inventar aber nicht öffnen. Okay, da sind hier noch mehr Schlüssel. Haben die alle einen Schlüssel in der Hand? Haben sie einen Schlüssel? Haben Sie auch einen? Haben Sie einen Schlüssel dabei? Oh, was haben Sie denn da? Kann ich die Kerze mitnehmen? Wo ist mein Kruzifix? Sie haben auch Schlüssel. Da ist was gelaufen. Nicht reden. Ich habe keine Zeit für Gespräche. Ich kann nicht helfen. Kruzifix raus! Holt Kruzifix jetzt raus! Ich kann nichts machen. Das ist doch Mutti! Ich bin nicht wach. Nee. Hätte ich jetzt was machen sollen? Ich meine, das war eine Sequenz. Ich konnte doch nichts machen. Oder hätte ich weglaufen können?